Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, und hallo aus Venice Beach. Venice Beach, Los Angeles, wobei man heute auch denken könnte, dass wir in Deutschland sind. Davon abgesehen, dass wir gerade hier am Strand in den USA sind, weil ich mit nur Deutschen unterwegs bin hier. Alles Deutsche. Wo kommen die alle her? Man weiß es nicht. Phil steht gerade wieder hinter der Kamera. Klassiker. Gleich auch wieder vor der Kamera. Wir wollen hier gleich ein bisschen trainieren. Und mit Bejo, der ist auch schon hier. Und noch ein anderer Schauspieler, Selam. Und dann gucken wir mal, was wir hier heute so Feines treiben in Venice Beach. Schon mal ein kleiner Tipp, wenn ihr in Venice Beach oder Santa Monica seid und so weiter. So, hier ist gerade ein bisschen windig, ich glaube, das hört man aber nicht, dank Windschutz. Wir haben jetzt gerade so 10-15 Minuten weit entfernt, fußwegmäßig geparkt, gratis, super Parkplatz gefunden. Wenn ihr hier am Strand parkt, kostet das mindestens $10, also vielleicht sogar $20. $20 zahlen wir mal. Also ich kann euch mal hier auf der Karte zeigen, wo ich geparkt habe, und dann könnt ihr das nächste Mal, wenn ihr hier zufällig seid im Urlaub, dann parkt nicht am Strand, spart euch die $20, außer ihr seid reich, dann müsst ihr euch die nicht sparen. Oh, ist das schön. Ist das schön? Naja, das ist schön. Sehr windig auch. Hier, Achtung, nicht runterfallen. Ja, ich hatte gerade eben schon eine ganz gute Audition heute Morgen. Für eine Fernsehserie, ABC-Fernsehserie. Die Casterin castet auch Supernatural, hat Glee gecastet, also eine sehr große Casting. Directorin. Die lief auch ganz gut, war nur eine kleine Rolle in der Serie, die ich jetzt nicht nennen kann, aber dann in der Woche oder so. Wer weiß, ob es was wird oder nicht. Habe einen Russen gespielt, und wenn es eine russische Rolle ist, ist es natürlich Mafia. Genau, denn Deutsche sind immer Nazis, Russen sind immer Mafia. Hollywood. Erzähl mal was. Ja, hier ist Wasser und Sand. Sehr viel vorhanden. Man muss bei solchen Sachen mal aufpassen, dass man die Hose nicht nass macht. Da habe ich Fußball gespielt. Aber hier, ja, hier ist gerade Ebbe. Guckt euch das mal an. Richtig. Richtig wie an der Nordsee hier. Guckt euch das mal an. Nachtwasser. Wir sind jetzt hier am Muscle Beach, den habe ich auch schon öfter mal in meinen Vlogs gezeigt. Davon ist das Muscle Beach Gym, da kann man draußen trainieren, kostet aber Geld, Mitgliedschaft, bla bla, das ist ein ganz normales Fitnessstudio. Hier bei diesem komischen Block da, da wo ihr die Treppen seht, da sind immer mal Bodybuilding Competitions. Und hier gibt es noch so ein geiles Calisthenics Fitnessstudio, wo man noch ein bisschen gratis trainieren kann. Was ganz schön ist, hier am Meer, Strand, Seeluft. Bisschen trainieren, das ist doch spaßig. Und jetzt zeigen wir mal, was Phil so kann. Die Erwartungen sind hoch. Sind hoch, ja? Ja. Yeah.
Wir sind jetzt gerade noch bei Berlins, der einzige Laden in Los Angeles, wo es einen authentischen Döner gibt. Und zwar wirklich authentisch, muss man sagen. Auch als Berliner oder als Einwanderungs-Berliner, ja, muss man sagen, ist ein guter Döner. Wenn ihr in Los Angeles seid und Döner essen wollt, das ist wirklich der einzige Laden, wo man guten Döner bekommt. Den gibt es hier in Encino, dann einmal in Venice Beach, wo wir gerade waren, aber ja, hier ist besser. Und dann in Beverly Hills, das ist der erste. Meine Haare sind auch echt durch den Wind. Aber der Bizeps ist immer noch da. Wir haben schon 3 Locations hier in Los Angeles, nach jetzt 2 Jahren oder 3 Jahren. Ich kenne auch die Besitzer, die sind sehr nett. 2 Deutsche natürlich, Deutsche, die hier den Berliner Döner, der direkt die Qualität meiner Vlogs gehen direkt runter mit Phil Vlog neben mir. Ich hatte die Idee auch das erste Mal, als ich in Los Angeles war, vor 5 Jahren, dachte ich, irgendwie fehlt hier ein Döner. Und sagt die aber beiden, jeder, der hier ist. Ganz genau, das sagt echt jeder. Und die beiden haben es halt echt umgesetzt, sind 2 Brüder. Und die haben, wie gesagt, jetzt gerade vor ein paar Wochen hier den 3. Laden eröffnet. Und der ist wirklich nur 10 Minuten von mir entfernt jetzt. Jackpot. Also gibt es immer Döner. Das Problem ist, der Döner ist hier natürlich Los Angeles preisemäßig ein bisschen teurer. In Deutschland kriegt man den für 3 bis 4 Euro oder was auch immer. Ja, hier ist, hier ist es halt so 10 Dollar. Also mehr als doppelt so viel. Ja. Aber ich will jetzt nicht so lange labern. Jetzt muss gegessen werden. Oh ja. Yeah. Viel Erfolg. Man könnte auch theoretisch noch 10 mehr essen, aber wie gesagt, die Preise sind hier etwas höher. Ich wollte es wortgewandt ausdrücken, aber nicht geschafft. Hallo. Nee, lieber nicht. Dann wird Döner geschnitten von Steven, dem Dönermann. Und das Beste überhaupt an diesem Laden? Die Office im Laden. Besser geht's noch. Und jetzt, liebe Leute, kommt der ultimative Fail. Also wir kommen zurück von Venice Beach, fahren nach Hause, Abendsonne extrem am Ballern. Und natürlich wollen wir den Sonnenschutz runter machen. Und plötzlich habe ich den Sonnenschutz in der Hand. Und dann sage ich bei Phil, hä, kannst du den bei dir runter machen? Und dann hat er ihn auch in der Hand. Und hier ist jetzt ein Loch drin. Das ist einfach aus der Verankerung raus. Und es ist unmöglich, das zurück reinzumachen. Wir saßen da eben 20 Minuten wie die Idioten und haben es da versucht durchzumachen. Was einfach nicht durchpasst. Vielleicht sind wir auch einfach zu blöd. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, die Leute, die mir das Auto repariert haben, die haben das natürlich aufgemacht wegen der Airbags nach dem Unfall, weil die alle aufgegangen sind. Und vielleicht als Sicherheit haben sie ja auch aufgemacht, um es zu prüfen. Und haben es da falsch wieder reingemacht. Amerikanische Wertarbeit, liebe Freunde. Ein Traum. Jetzt muss ich da hingucken, damit die mir das da irgendwie wieder einbauen, weil es geht einfach nicht rein. Es passt nicht. Ich würde sagen, bleiben wir doch heute mal unter 10 Minuten. Das heißt, ich habe noch 20 Sekunden Zeit. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank auch an alle meine Patreons, wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Peace.